Den Stein könnte man, wenn man möchte, noch mal abputzen. Halte ich aber hier nicht für erforderlich. Das hat offenbar schon wer gemacht. Für mich, für uns, wie auch immer. Auch so wie der liegt. Ist dann für mich immer so ein Zeichen. Hier waren schon mal andere Interessierte. Ahnenforscher, Genealogen oder Heimatkundler, die den Friedhof schon entdeckt haben. Okay, also ich lese hier, ruht in Gott der Schäfer August Heinrich Kaldune, K-A-L-D-U-N-E. Der ist geboren am 18. April 1836 und gestorben den 12. November 1894. Ist er keine 60 Jahre alt geworden? 58 ist er geworden, wenn ich richtig gerechnet habe. Unvergesslich bleibst du den Deinen, die so oft. Das Am wird weggebrochen sein, am Grabe dich beweinen. Hier fehlt auch ein Stück. Ja, also abgesehen davon, dass hier eine kleine Ecke weg ist, haben wir alles entziffern können. Sehr schön. August Heinrich Kaldune. Den Grabstein jetzt nochmal von näher. Hier ruht in Gott der Schäfer. August Heinrich Kaldune, geboren den 18. April 1836, gestorben den 12. November 1894. Und abschließend, unvergesslich bleibst du den Deinen, die so oft am Grabe dich beweinen. Hier in Wandern, Oststernberg in der Neumark.